Also wir sind wieder unterwegs und wenn ein Fahrer ausfällt, dann ist es gut, wenn der normale Beifahrer das Fahrzeug fahren kann. Und in dem Fall ist es die Ussi. Ja, und wie ihr gesehen habt, hatte ich ja jetzt gleich eine Herausforderung, indem ich eine ganz schmale Straße gefahren bin. Jetzt wird sie hoffentlich wieder etwas breiter. Jetzt kommen wir auf eine Hauptstraße und da werde ich jetzt ein Stück weiterfahren. Aber jetzt stehen wir momentan an der roten Ampel. Genau. Ja, warum ich nicht fahren kann oder jetzt nicht fahre, das hat nicht nur den Grund, dass die Ussi ja mittlerweile schon fleißig am Üben ist oder beziehungsweise schon die Praxis mittlerweile übernommen hat, sondern das liegt auch an meiner Augenoperation, denn ich bin am Auge operiert worden, nicht am grünen Star. Das war eine äußerst komplizierte Operation. Da hat sich was zwischen Makula und Netzhaut geschoben und es wurde operativ entfernt. Und ich bin noch nicht ganz hundertprozentig wieder bei meiner Sehkraft. Aber das ist alles gut verlaufen. Und deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die vielen Genesungswünsche und das Daumendrücken für meine Operation. Das hat geholfen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da so dran teilgenommen habt. Alles gut gelaufen. Jetzt muss es nur noch heilen und dann sind meine Augen wieder bestens. Ja, und das alles hat mich natürlich darin jetzt bestärkt, wirklich auch mal das Lenkrad selber in die Hand zu nehmen. Und es ist wirklich jedem anzuraten. Man weiß ja wirklich nie, was immer mal passieren kann. Es reicht ja schon ein verstauchter Fuß oder ziemliches Unwohlsein. Und deshalb, ja, mache ich das jetzt einfach auch. Ich kann ja schließlich fahren. Ist natürlich schon etwas anderes, mit einem 4,5 Tonner durch die Gegend zu kutschieren, als wie mit einem normalen PKW. Und das will geübt sein. Jawohl, und da sind wir jetzt auf dem festen Wege dazu. Und jetzt geht's los. Ampel ist grün und die Ussi geht auf Tour. Ja, ich gebe Gas und fahre in den Schwarzwald. Da haben wir ein paar schöne Tage vor uns, die wir mit Freunden verbringen werden. Und darauf freue ich mich jetzt riesig. Ich mich auch. Und zwar geht's nach Sasbachwalden. Jeder, der uns regelmäßig zuschaut, der weiß, dass wir da regelmäßig sind. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Wir freuen uns auf Sasbachwalden und die Ussi fährt uns hin. Ja, genau. Wir fahren aber nicht nur nach Sasbachwalden, sondern wir fahren dann auch noch ein Stück weiter, weil wir da dann nochmal andere Freunde treffen. Ihr werdet das alles sehen. Ja, genau. So, jetzt muss ich mich aber hier konzentrieren. Ja, genau. Schwätzle ist vorbei. Augen auf im Straßenverkehr. Ja, Schwätzle ist vorbei. Ja, ihr dürft jetzt noch ein bisschen die Fahrt genießen. Ja. Gefahren von Ussi. Ja, genau. Und weiter geht unsere Fahrt. Ziel ist Sasbachwalden im Schwarzwald. Wir wollen wieder einmal eine Veranstaltung der örtlichen Weinkellerei besuchen. In diesem Fall geht es um Käse und Wein. Der Stellplatz in Sasbachwalden bietet allen Komfort, den man sich als Wohnmobilist wünscht. Wir haben von unseren Aufenthalten in Sasbachwalden schon einige Videos online gestellt, sodass wir in diesem Falle darauf heute verzichten. Nach einem kurzen Spaziergang und einer
Kaffeepause im Wohnmobil ging es dann mit der Verkostung in der Weinkellerei Alte Kott weiter. Ganz komisch, aber ich erkläre mir das einfach so, dass man über Wein vielleicht auch schon viel, viel mehr weiß und auch von der Herstellungsfrage, die man jetzt von Käse hat. Aber ich stehe trotzdem auch für entsprechende Fragen zur Verfügung und werde es natürlich beantworten, sofern ich sie. Bevor der große Aufschrei kommt, mir hätte vielleicht eventuell irgendjemandem zu wenig eingeschenkt. Es kommt heute Abend niemand zu kurz. Erfahrungsgemäß ist es einfach so, wir haben hier einige Weine auf dem Programm. Und wir möchten, dass ihr auch alle probiert, weil zum Schluss heißt es dann immer... Vorarlberger Bergkäse ist auch traditionell, ist ein Rohmilchkäse, wird auch nach traditioneller Art hergestellt. Vorarlberger Bergkäse ist auch ein geschützter Käse. Hoffentlich auch wieder Abend hier, natürlich. Und auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank und eine gute Heimreise. Also das war ein toller Abend beim Alte Kott, der lebt doch, das haben wir festgestellt. Ja, und man sollte eigentlich viel öfter solche Eventabende genießen und machen. Es ist einfach immer wieder schön. Ja. Und wenn man das mit Freunden machen kann, ist es doppelt schön. Ja, genau. Mal nur bestätigen. Das süffig, süffig, lecker, schön. Ja, einfach perfekt. Nach einem angenehmen Aufenthalt und einer unterhaltsamen Veranstaltung verlassen wir Sassbach-Walden und kommen ca. 20 Minuten später in Eddenheim, etwas südlich von Sassbach-Walden, an. Es war gestern noch eine lange Nacht. Entsprechend fehlt uns auch ein bisschen der Schlaf. Aber jetzt haben wir uns wieder ganz gut erholt. Und ich mache das schon am Video dran, das ihr jetzt dann anschauen könnt. Und was macht die Ursi da? Ich versuche meiner Hexe wieder einen Besen hinzumachen. Irgendwann hat nämlich meine Hexe, die ich ja in Wernigerode mal gekauft habe, das ist ja, ich weiß gar nicht genau, wann waren wir in Wernigerode? 2017. Ah ja, also ist auch schon ein paar Tage her und seitdem hat mich diese Brockenhexe heißt sie ja, immer begleitet, aber irgendwann hat sie ihren Besen verloren und jetzt reitet sie nur noch auf ihrem Stiel und... Ich glaube, das ist jetzt so praktisch für sie. Und deshalb versuche ich ihr jetzt einen neuen Besen hinzumachen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Gell, Hexle? Ja, ja. Ja, ja. Ja, und so verbringen wir jetzt heute den Tag und morgen geht es dann weiter und das seht ihr jetzt dann gleich. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf, weil morgen treffen wir andere Freunde. Jawohl.
Hast du was gefunden? Das ist nicht so ganz mein Stil. Kein Schwarzwaldmädel, die Ossi. Nein, keine aus dem Schwarzwald. So, wir stehen mitten in den Weinbergen und zwar in Ettenheim. Und das ist am Rande des Schwarzwalds, gell? Ist im Schwarzwald. Ist sogar im Schwarzwald. Okay, ja, also hier stehen jetzt keine Tanne rum, sondern Weinberge. Genau, es gibt auch Wein im Schwarzwald. Ja, und zwar sogar sehr leckere, wie wir da schon öfters ausprobiert haben. Aber das, wir sind nicht ohne Grund hier in Ettenheim, denn wir wollen uns heute ja noch mit jemandem treffen. Kennt ihr vielleicht auch? Das sind die Sigi und der Adriano von Fan Together.
Im Moment regnet's. So leicht. Ganz leicht. Es tröpfelt. Aber wir wollen trotzdem noch ein bisschen spazieren gehen. Mal schauen. Vielleicht kann man das eine oder andere noch einfangen. Genau, dann zeigen wir euch noch ein bisschen was. Und jetzt gehen wir erstmal weiter. Ja, bevor es wieder richtig zum Regnen kommt. Genau. Ist übrigens heute Nacht ruhig gewesen. Drei Stellplätze gibt es in der kleinen Ortschaft. Eine beim Weingut Weber, da stehen wir jetzt. Mhm. Der andere ist dann bei dem Wohnmobilhändler Ernst. Da haben wir entsorgt heute früh. Und da, wo wir übernachtet haben, das war in der Ortschaft von Eddenheim. Na also, wow, hallo. Hallo. Mann, was bringt ihr für ein Wetter mit? Ja, es war anders geplant. Wir wollten mit dem ersten Schnee kommen. Oh ja, okay, dann sind wir mit Regen noch zufrieden. Also rein mit euch. Also erstmal schauen, wie wir hier ohne zu viel Wasser da zu lassen. Na, kein Problem. Kommt einfach rein. Man weiß, dass man die Schuhe da... Lass da. Was an. Lass nein, auf gar keinen Fall. Wir sind jetzt von den paar Metern so nass. Das macht man ordentlich, wenn man in ein Wohnmobil einsteigt. Ja, okay, wir haben es ja. Das kennen wir doch nicht anders. Der ganz nass, der Adriano, bis du fertig bist. Hallo. Schön, dass das geklappt Ja, also das ist sehr schön, dass Ziggy und der Adriano, du musst jetzt nicht zeigen, du musst unsere Gäste zeigen. Also. Hallo. Dass wir uns jetzt endlich mal treffen konnten. Und die Ziggy ist eigentlich diejenige, die mir noch der letzte Schliff gegeben hat jetzt, oder was heißt Schliff, also einfach die letzte Anregung gegeben hat, dass ich endlich auch mit dem Womo fahre, weil ihr könnt das alle gerne mal nachschauen, der Adriano hat eine ziemliche Operation unterwegs gehabt im Urlaub oder auf dem Weg zum Urlaub, und also es ist immer gut, wenn man beide fahren kann. Das brauchen wir übrigens nicht großartig erklären, denn ihr könnt auf den Kanal von den beiden schauen. Das heißt Fan Together. Wir blenden es unten ein und dann könnt ihr euch die ganze Geschichte zu Gemüte führen. Ja. Ist gut ausgegangen, können wir sagen, gell, Adriano? Ja, genau. Klar. Also. Wir sitzen hier, das ist die Hauptsache. Ja, ja. Aber wir waren jetzt schon auf der Waage. Und? Ja, ganz knapp. Ja. Wir können nicht mehr viel zunehmen. Ja, wie viel habt ihr? Wie viel habt ihr? 4,2. Und jetzt gibt's noch lecker Essen. Gell, Ossi? Das sieht richtig gut aus. Oh. Keine Zeit mehr. So. Und Salat mit Steak. So, das war eine Regenwoche im Schwarzwald mit Ossi und Helle. Ja, aber es war trotzdem wunderschön, weil wir haben uns hier mit Freunden getroffen, haben schöne Zeit miteinander verlebt und das hat allemal sich gelohnt. Genau, wir sind dann nach dem Essen in dem Weingut, das hat übrigens sehr lecker geschmeckt. Das Weingut Weber war das in Eddenheim? Jawohl. Da sind wir dann weitergefahren nach Lahr, denn wir haben uns irgendwo eine kräftige Erkältung eingefahren. Da haben wir 2 Tage unsere Wunden geleckt in Lahr und waren da gut gestanden. Jetzt, mittlerweile geht es uns wieder etwas besser. Morgen haben wir auch noch mal einen Termin in der Gegend. Vielleicht berichten wir noch davon. Was wir noch nicht so ganz wissen, ist, wie wir mit Strom klarkommen. Denn die EcoFlow habe ich schon reingepumpt in meine Aufbaubatterie. Die ist jetzt so gut wie leer. Und wir haben 30%. Das langt uns nämlich nicht über Nacht mit Fernseher, Tablet, Induktionskopfplatte und so weiter.
Also wir hoffen, dass die Sonne noch ein bisschen runterkommt. Aber wenn ich schlau gewesen wäre, dann hätte ich es in La noch angehängt. Aber du wolltest einfach ausprobieren, wie weit wir kommen, ja, ohne externe Strom. Ja. Naja. Wir kommen da irgendwie durch, wie das erfahrt ihr vielleicht im nächsten Video. Das kann euch im Prinzip ja egal sein. Sonst ja, müssen wir halt heute mit den Hühnern ins Bett gehen. Dann gibt es keinen Fernseher, dann gibt es kein Internet, dann gibt es gar nichts. Dann gehen wir einfach ins Bett. Also das soll nicht euer Problem sein. Was jedoch euer Problem sein soll, das ist das Gewicht im Wohnmobil. Da haben wir neue Erkenntnisse dazu. Wir waren auch auf der Waage mit unserem Wohnmobil und davon wollen wir euch berichten. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Video, sondern im nächsten. Ja, genau. Also jetzt bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen, dass ihr uns zugeschaut habt. Wenn ihr uns einen Daumen hoch gibt, das freut uns auch immer wieder. Und wir verabschieden uns jetzt von diesem Video und oder aus diesem Video ja, und melden uns bald wieder. Stimmt's, Ossi? Ja. Also Ossi gibt mir recht, dann kommt es auf jeden Fall so. Ciao. Tschüss.